Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den Hofgeschichten Stardew Valley. An meiner Seite natürlich der gute Mene. Hallo. Hi. Hi. Moin. Und der gute Zwiebelpeter. Hallo. Hallo. So. Versuch Nummer 3 oder so. Täglich grüßt der Murmelarsch. Der Murmelfred. Zwiebelpeter. Ey, erntest du gerade unsere. Boah, ich wollte dich gerade umbringen. Denn Zwiebelpeter ist jetzt ein paar Mal rausgeflogen. Wir hoffen, dass es jetzt endlich wieder funktioniert. Ja. Ist das Ende dieses Formates? Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen heißt es immer, Server trennt die Verbindung und ich bin dann raus, obwohl der Mene halt fleißig weiterhin in-game sein kann. Ich baue jetzt mal die, die Sechsdinger, ja. Ja. Was denn hier? Dann baut ihr mal die Dinger, ich mach den Silo voll. Den Silo? Den Silo voll. Alter, ich mach den Silo voll. Den, besser als den Sido, Alter. Hier, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Hacke Spitze, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Er denkt, dass er fetzen kann, nur weil er mehr als 3 zählen kann, ne? 1, 2, 3, 4. Weiße Einbildung, Sonnebildung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, müsste passen. Denn diese Sprengler hier sollen wohl 4 Felder abspritzen. Ah ja. Kann man einer im Silo gucken? Ja, 143 haben wir jetzt gerade. Machst du auch Silo-Arbeit oder was? Ja, okay. Ja, klar. Ja, klar. Hab ich auch gemacht. Ich hab zumindest Platz gemacht hier für das Beet. Ja, das macht das natürlich gar keinen Sinn, das Beet jetzt zu graben. Vergebene Lebensmühe ist, weil, genau, weil das ja eh wieder kaputt geht, solange man nichts sät. Ich weiß auch nicht, warum du dafür jetzt deine Energie wastest. Ja, fischen oder irgendwas Sinnvolles machen, was Geld gibt. Weil, ne, weil. So, we have now 240 von 240. Du kannst aufhören. Gut. Wie ich einfach mal höre, dass er voll weitermacht, ne? Dito. Ja. Aber das hier kann ich so nicht lassen. Das sieht einfach scheiße aus. Ja, ja. Okay, jetzt wollte ich. Ah ja, ich weiß, was ich gemacht habe. Übrigens kann man das Heu auch nicht mehr sammeln. Man merkt das daran, dass man nicht mehr sammelt. Oh! Hey! Weise Worte. Genau, weise Worte, ja. Weiße Worte, oder was? Ja, Mann. White Alter. Words. So. So, warte mal, ich habe hier noch irgendwelche Samen, die kann ich hier noch reintun. Batz. Hat jemand den Hund gefüttert? Nee. Nein. Die Quest an. Hier hängt nichts aus, wieso nicht? Oh toll, jetzt kann ich diese Schleimquest nicht mehr annehmen wegen der. Ach so, die müssen wir noch ab, die müssen wir noch abgeben, ne? Also ich habe hier nur noch auch zum Grund, ich habe nur noch 2 Quests hier aktiv. Ich auch. Ja, aber weil wir sie nicht abgegeben haben. Rillibi, ja. Das ist so peinlich. Ich habe meine violetten Glücksshots verloren. Ich sage dir das, weil ich dir vertrauen kann. Wenn du sie findest, bring sie mir unauffällig zurück. Ich zahle gut, danke. Bürgermeister Lutz. Schön den Bremsstreifen da drin. Kontrastfarbe. Ich geh, glaube ich, mal eine Runde fischen. Mach das. Du suchst den Lachs für Lea, wa? Ja, ja. Ja, ja. Ich habe keine Quest, die so heißt, aber gut. Jetzt mach doch mal fertig da den Scheiß, Junge, hier. Guck mal, ob ich diese Dingsbums-Wicke finde. Ne, hier ist einfach nichts drin. Bup. Dim. Bup. Dim. Dim. Wir hatten sicherlich die ganzen Barren unter den Nagel gerissen. Ach, die habe ich noch im Inventar. Ah, hoppala. Ich habe eine Edelwicke. Ah, super, super, super. Wo hast du die gefunden? Hier. Hier, sagt er. Ja. Hey, wer Knaller. Hat die gefunden? Ich. Ja, ist einfach ein Typ, ey. Hab ich selber gefunden. So, ich bring die direkt mal, geb die direkt mal ab für die Quest. Mhm.
Alter, was ist denn so. Hier? Kannst du mal jetzt angeln oder was? Junge. Bessere Angel. Da ist noch eine. Ah. Das Heu wird aber jetzt nicht schlecht im Silo oder so, ja? Nee. Aber wir können dann mal gucken, was so ein Huhn kostet. Ich glaube, ja, 800 hast du gesagt, ja. Ich glaube, ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Kann man die hier kaufen oder was? Hier unten die Viecher? Ja, ja. Eins nach unten gehen von unserer Basis aus. Und howdy. Tiere. Ja, warte. Ich habe keine 800. Tiere kaufen. Ein Huhn kostet 800 G. Haben genau, vier Hühner passen rein. Und bringen so. Dann pro Tag, glaube ich, ein Ei. Welches Bündel ist denn jetzt komplett? Ja, welches Bündel ist gemeint? Sommersaat könnt ihr euch jetzt abholen. Ah ja. Oh, das schaltet eine neue... Bla. Schaltet eine neue Questreihe frei. Ich habe nämlich eine Zwischensequenz. Habt ihr die auch? Nein. Wahrscheinlich kriegt man die erst, wenn man die Sommersaat abholt. Mag sein. Ich gehe jetzt mal zum Gemeindezentrum. Ja, genau. Unten links könnt ihr euch ein Päckchen abholen. Und dann kommt eine kurze Zwischensequenz. Na, erstmal muss ich zum Gemeindezentrum hoch. So. So, und dann kriegen wir hier unten das Ding. Oh, ein Fuckfisch. Ist irgendwie ganz schön funky, die Musik hier gerade, wa? Was muss man jetzt hier? Alter, was ist das denn für ein Fuckfisch? Oh, es gibt noch Gold. Weil hier muss man nämlich Kupfer, Silber und Gold abgeben. Alter, ich hatte den schon fast. Alter, fick den Fisch. Oh, hier brauchen wir die Schleim, Fledermaus, Solar und Schattenessenz. Ja, nerv mich doch nicht mit deiner beschissenen Drecksquest. Dein Angeln interessiert auch keinen, Junge, echt. Mein Angeln ist einfach mal top. Ist mal einfach oh, richtig sackständig. Ohne Träne, Feuerquarz. Okay. Dann zieh ich direkt mal von dannen. Und schnapp mir mal ein paar Sachen. Also ich habe hier kein. 600. Ich kann kein Bündel links. Abgeben hier unten. Nicht abgeben, abholen. Unten in der Mitte kannst du doch eine Belohnung abholen, oder nicht? Nö. Das obere Ding, also wenn ich hier reingucke in das Teil, dann ist es oben, ist auf 12 Uhr ist quasi voll, die Blüte. Und so. Genau, das auf 7 Uhr müsste auch voll sein. Da, wo die Edelwicke drin ist. Genau. Nein, das ist nicht voll, das muss wieder jeder warte, selber bleib machen. Bleib stehen, bleib stehen. Was fehlt dir denn? Die Edelwicke. Ach, nur die Edelwicke? Jupp. Ich hab 2 gefunden. Nice. I hurt you. So, jetzt... Genau, jetzt Bündel komplett, ja. Jetzt hast du eine Zwischensequenz. So, jetzt habe ich hier... Was war das denn? Oh, Sommersaat, Junge. Ich habe hier aber keine Zwischensequenz bis jetzt. Immer die Sommersaat. Ach doch, jetzt kommt hier was. Dann können wir gleich die Felder mal richtig voll samen, wa? Ich verstehe nicht, warum die Edelwicke jetzt jeder machen muss und manche anderen Sachen nicht. Nee, ich glaube, das ist manchmal, muss man erstmal eine Nacht schlafen, damit es sich speichert oder irgend sowas. Keine Ahnung. Weil eben war es so, dass der Zwiebel hat die Weintraube reingepackt. Die hat es bei mir nicht angezeigt. Dann bin ich nochmal raus und einen Tag später nochmal hin und dann hat es die angezeigt. Ach so. Hecht, was? 74 Zentimeter, Alter. Na gut, jetzt bist du mir zumindest schon mal ebenbürtig. Du musst mich aber noch übertreffen. Du hast quasi gleich gezogen. Mein glitschiger Freund. Jetzt mal einen Strand. Mal den Riemen da auslegen. Brauchen noch Dünger. Bin schon dabei. Haben wir noch Dünger oder müssen wir den jetzt nochmal machen? Weiß ich nicht. Musst du mal in die Kiste gucken. Ja, ein bisschen hatten wir noch. Warte. Denk dran, ich hol mir da auch noch ab. Also mach für mich auch schon mal die Felder bereit. Ja. Du musst dich aber bei uns 19 Uhr. Boah, ich hab ein Buch gefunden. Das Ding hat ja nicht ewig auf. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Die Sammlung der Bibliothek wurde erweitert. Was hat nicht mehr auf? Das Gemeindezentrum hat nicht mehr lange auf. Das hat immer auch eine auf. Öffnungszeit. Nein. Nein? Du hast ein weiteres verlorenes Buch gefunden. Die Bibliothek wurde erweitert. Das hat Typ nicht, oder was? Das sind aber keine Dünger da. Achso, du hast das erstmal schon auf die gedüngten Dinger drauf. Okay, verstehe. Richtig. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Dünger. So. Hallo. Wisst ihr das nicht? Also ich habe jetzt vergessen. Wie hast denn du doch, Mene? Ich habe jetzt noch 10 Felder. Ich habe keine Energie mehr, das ist das Problem. Kann die letzten 3 hier nicht mehr gießen. Ich mach noch. Alles gut, kann ich noch machen. Wie viel hast denn du noch, Mene? Wie viel Samen? Alle 30 habe ich noch. Dann gib mir die mal. Ich habe nämlich noch genügend
Energie. Energie. Was die hier eigentlich? Dann mache ich das hier nämlich mal fertig. Muss ich muss dir wieder einzeln geben. Ich pack die hier. Ach so, ja, ja. Vorder aber jetzt. Ja, es ist wunderschön. Wunderschön, so wunderschön. Das wäre so, dann gehen wir mal ins Gemeindezentrum und gucken mal, was. Entspanntes Spiel ohne die ganze Singerei. Bist du eingeschlafen in der Kiste oder was? Was? Nicht du. Ach so, du willst ja da auch noch rein. Ja, ja. So, ich bin ein Wollmann. Oh, ein Hase. Da habe ich mir wieder nicht gemerkt, was ich noch alles brauche. So, wo kann ich mir die nochmal abholen? Was denn? Samen? Unten links. Da kann ich wieder nicht draufklicken. Da musst du die Edelwicke da auch reinlegen. In welchem ist es denn? Unten links, unten links, unten links. Nee, ist es aber nicht. Kann ich nicht mehr draufklicken. Ist schon oh, offen. Oh, ein Glühwürmchen. Kann ich nicht draufklicken. Hm. Sehr blöd. Ist halt so. Brilli, hast du noch dieses Harz in der Tasche? Brilli, hast du noch Harz in der Tasche? Ich hab noch Harz. Ich leg dir das auch in die Kiste. Aber du bist doch schon tot, oder? Ich hab kein Harz. Nee, ich bin schon tot. Naja, im Sinne von müde, oder? Ja, ich bin müde, aber ich kann dir doch Harz in die Kiste legen. Ah, okay. So, kann ich hier noch irgendwelche Fische anlegen? Was haben wir denn hier? Gotteslachs. Danke. Den habe ich aber jetzt, glaube ich, in der... Ah, nee, da ist einer. Gut. Gotteslachs haben wir. Katzenfisch habe ich nicht. Blaubarsch habe ich auch nicht. Tigerforelle. Bist ein Blaubarsch? Habe ich auch nicht. Oh, herrlich. Lustfische, ja. Nachtfische. Aal habe ich alle nicht. Aber hier, hier habe ich eine Muschel. Das nervt. So. Alter, kommst du klar jetzt hier oder nicht? Kommst du mal ins Bett oder was? Ja, nee, ich gucke jetzt erstmal, was ich hier noch abgeben kann. Achso. Ja, ah, scheiße. Sandfisch, Waldspringer. Ich glaube, ich habe jetzt ja aus Versehen welche auf nicht gedüngten Boden gepflanzt. Kacke. Das ist schlecht. Ja, weil Koordination Fisch, war doof. Sardine, Riffbarsch, ja, kenn ich. Das ist manchmal komisch hier mit der Streuerung. Kann ich auch nicht abgeben. Gut. So. Es ist 0.30 Uhr, nur so als Hinweis. Alles gegießt. Ja, war doch schon alles gegossen. Mann, die neuen Sachen, die gepflanzt worden sind. Der labert immer. Dein Gesicht wird gleich gepflanzt. Komm ins Bett, du Knaller. Ey, dass man, ich hoffe, dass das jetzt alles schön nass ist, dass man nicht mehr gießen muss, ey. Richtig tropfnass. Das schön. Alleine dafür haben sich die ganzen Minengänge gelohnt. Weil es spart so viel Energie, wenn man nicht erstmal alles hier vergießen muss. Ja, das Gießen, glaube ich, kostet aber gar nicht so viel Energie, oder? Doch, das kostet auch viel. Also ich glaube, ein Drittel meiner Energie ist meistens leer, bevor ich den Tag starte. Okay. Jo, Brilli, was ist jetzt? 1.30 Uhr. 1.40 Uhr, noch 20 Minuten. Ich habe noch ein paar Sachen noch verkauft. Aha. Ein Tickst. Und ein Tick. Bett. Boah, knapp. Ey. Aber gerade so. Aber richtig knapp. Professional. Level up Fischenstube. Professional in the Bettgeher. Krabbenreuse. Und ich kann den Matrosenteller craften. Nicht schlecht. Glückwunsch. Vierter Tag im Sommer, Jahr 1. Warte auf andere Spiele. Ah, ich habe uns einfach mal 1100. Du bist ja der Held vom. Einfach allem. Geiler Typ. So, jetzt mal da gucken. Können wir doch einen Huhn kaufen für das Geld. Genau. Nee, ich kaufe jetzt noch weitere Samen, oder nicht? Nein, Mann, kauf einen Huhn. Kauf doch erst einen Huhn. Ja, genau, ey, die Sprinkler haben sich echt schon bezahlt gemacht. Das regnet, ey. Das ist zum Mäusemelken. Schön. Doch, ey, kauf auf jeden Fall einen Huhn, den Rest kannst du ja ganz normale Samen kaufen, ist doch okay. Glaub, das reicht doch. Huhn kaufen. Okay. Das muss man als Team machen, sonst rennt das Huhn weg. Also ich hätte meins gern schön knusprig und kann ruhig ein bisschen scharf sein. Ich auch, da ist eine Edelwicke. Ja.
Wir haben noch gar nicht auf, ey. Und hier liegt auch noch irgendwas, so oder was? Geblitzt. Ach ja, es ist ja... Was hast du noch wieder gegrieft? Was war denn das? Gewürzbeere. Eine Gewürzbeere. Na, angeln wir halt ein bisschen. Wann machen die auf? Um 8 oder um 9? 9. Max. Hier gibt's überhaupt nichts. Du hast schon leer gefischt, den Tümpel, oder? Alter. Boah, die Blitze, ey. Hm? Kaschat! Na los, Fisch, komm. Fischi. Alter, bist du dumm, du angelst in die falsche Richtung. Alter, du warst schon dran. Treffer. Boah. Ich hasse dieses Minispiel, ich hasse es. Echt? Das hier sind alles Flussfische, die man hier kriegt. Nervt mich. Ja, oh, ist ja vielleicht auch ein Fluss. Ich spiele nicht. Treffer! Machst du das mit ganz vielen Klicks oder machst du das, bleibst du auf der Taste drauf? Kommt drauf an. Oh. Das ist alles Gefühl. Kacke! Ja, ich mach's auch immer mal so, aber bei mir hat es leider nicht funktioniert. Ich hab einen Stock. Treibholz. Geil. Was Stabiles. Ich hatte lange keinen Schatz mehr hier während dem Fischen, muss ich sagen. Warum dreht sich denn dieser bekloppte Maler immer um? Der Maler? Ja, mein Bob Ross halt. Treffer. Alter, Angeln ist voll mein Game. Echt definitiv. So. Leute, wir haben 9. Scheiß Angel, ich wäre für Schleppnetzfischerei. Ich bin lieber Bauer. Tierbedarf. Tiere kaufen. Huhn. 800. Kaufst du mal einen, so einen Gockel? Wähle einen Hühnerstall für sie. Hey, hier. Menes Haus. Schatz, benenne dein neues Tier. Bertha. Oma. Oh. Ist am Hühnerstall. Sehr schön, ich sende dir die kleine Oma sofort zu ihrem Zuhause. Den Rest kannst du in Samen investieren. Genau. Die kleine Oma. Die kleine, du gefiederte Oma. Du konntest die 30 Samen nicht abholen. Das ist ja nett. Willst du das nochmal probieren gehen? Ja, kann ich ja dann machen. Erstmal Oma gucken hier. Ja, echt. Das wird Oma gleich vom Blitz erschlagen. So, hier ist keine Oma drin. Boah, da ist sie! Mann, wie süß ist sie! Tatsächlich! Ey! Alter, da hackt er die direkt tot! Oh, Oma liebt mich! So, hier kann man, muss hier man, kann man aktiv Holz hier steht, ausholen. Hier, Rechtsklick, Alter! Alter, ein Monat, Klammer Baby. Oma scheint neugierig, aber ein wenig vorsichtig. Sie gewöhnt sich an ihr neues Zuhause. Wir können sie verkaufen für 225 Gold oder sie umziehen, ein neues Zuhause. Wie machen Sie so. Mal, leg doch nicht alles voll, ich will es auch mal üben. Rechtsklick holen, linksklick ablegen. Aha. Kann man das auch mehrmals? Nee. Muss man also wir jeden müssen Tag halt jetzt immer gucken, was? Genau, wir müssen das, wenn dann 4 Hühner drin sind, müssen wir das fast jeden Tag machen. Und wir müssen auch hier den Hühnerstall immer auf und zu machen, deswegen habe ich hier das Gatter drumherum gebaut. Le Gatter. Das Schwachsinn, warum müssen wir das auf und zu machen? Die können einfach da drinnen versauern. Ja. Weiß ich nicht, ob die dann vielleicht, wenn die keinen Auslauf haben, weniger Eier legen oder sowas. Kann schon sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ja, für irgendwas wird das gut sein. Wie ist denn jetzt hier eigentlich so der Verbrauch? Ey. Eier, also wir haben jetzt wie viele Ballen da rausgenommen? 4 Stück, oder? Das macht hier... Das, ja, diese Heuballen. Das nee, macht, mehr. Wieso mehr? Ich habe ja alleine 3. Und dann das Brilli, ich hab einen rausgenommen, alle die da liegen. Was anderes kann man mit denen? Ja, du kannst ja bloß 4 rausnehmen oder so. Und das sind jetzt aber hier schon 234, also 6 Barren, Barren. 6 Ballen. Gehst du Samen kaufen und gucken, ob du die 30 Samen abholen kannst im Gemeindezentrum? Mach mal, ja. Hast du noch Harz dabei, Brilli? Harz? Nein. Wie kommst du die ganze Zeit drauf, dass ich Harz hätte? Ja, siehst halt aus wie so ein Kiffer. Hol dir doch einfach
ich zähle gerade einfach Bäume, oder? Ja, Mann, hätte ja sein können, dass du das auch gemacht hast, deswegen. Wer ist doch die ganze Zeit immer angeln? Oh, ich habe die Weintraube endlich gefunden. Hallo, Weintraube. Nein, aber ich mal irgendein Hinweis auf die Shorts vom Bürgermeister? Nee. hier hat gerade der Blitz eingeschlagen, nicht weit entfernt von mir. Mani eine Edelwicke bringen. 150 Gold. Hat jemand noch eine? Ich habe noch eine. Wer ist Mani? Weiß einer, wer Mani ist? Mach einfach die Karte auf und guck. Ich habe auch noch eine. Mach M die Karte auf und dann guck, wo der die wohnt. Haus des Bürgermeisters George, alle gemeine Marni, wer soll das denn sein? Oh, der ist aber schnell gefallen hier, der Baum. Ach, Marnis Ranch, da wo wir das Tier gekauft haben. Bei mir heißt die Caroline. Aber hier Bäume fällen, das kostet ja richtig Energie, du. Bei mir, ich muss das der Caroline bringen, interessanterweise. Caroline. Wer war ich nochmal meine? Weiß ich nicht. Aber wer ist Caroline? Und wo wohnt die? Hier. Mami? Hier ist Gemischtwarenladen. I think I must go in the bed. Okay. Ha! Marni, Edelwicke. Genau das, was ich gesucht habe. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Mal sehen. Hier ist dein Geld. Ich will kein Geld. Blowjob, Alter. Jetzt steht die da drin in dem Zimmer. Die Bitch und kommt nicht raus jetzt. Komm her. Oh, Edelwicke, genau das, was ich gesucht hatte. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Mal sehen, hier ist dein Geld. Hier hinter der Zeug hier. Gönn dir. Ich hab Geld für uns besorgt. 150. Ja, wow. So, ich pflanze mal noch hier die 5 Samen an. Hier, ich habe hier gerade noch ein bisschen gedüngt. Da. Melonski! Da. Wieso habe ich jetzt Pflastersteine aufgesammelt? Ich weiß es nicht. Du bist manchmal sehr seltsam, was das Aufheben angeht. Hast du kaputt gemacht? Ich habe keine Briefe, ist mir schon klar. Achso, hier in die Kiste. Mineral. Was kann man denn mit dem Schleim machen hier, mit dieser Monsterbeute? Abgeben bei den Quests. Bei welchen Quests? Ganz unten rechts, im Gemeindezentrum. Hab ich doch vorhin vorgelesen. Welchen Schleim? Na, den du von... Wir waren doch in der Mine und haben diese komischen Viecher da kalt gemacht. Und die haben Schleim gedroppt. Ja. Ja. Das ist halt eine Ressource, keine Ahnung. Hat der Mene gerade gesagt, die kann man abgeben. Warum verkaufen wir die Korallen hier nicht? Na, die braucht man doch hier bestimmt auch für irgendwas. Nee, Korallen kann man da nicht abgeben. Okay. Brauchen wir einen Granatapfel? Ich habe einen Granatapfel gefunden. Ja, ich glaube. Schmeiß mal hier in die Kiste. Jetzt hier gepflanzt. Mit. Ich habe noch ein bisschen investiert. Was ist das denn? Das ist Mohn und... Mohn? Das andere habe ich vergessen. Eieiei, da gibt Ärger, du. gib mal den Granatapfel rüber. Ich versuche den mal abzugeben. Mach da nicht schnell, geht das selber. Einfach eine Drecksau, ey. Wo ist denn dieser Monsterschleim? Weißt du das noch aus dem Kopf, Mene? Oder dieser Schleim? Ja, unten rechts. Ach, unten rechts, alles klar. In dieser, wie so eine Art Maschinenraum sieht es aus. In dem Heizungskeller quasi. Genau. Okay. Schleim, ja. 99 Stück müssen wir davon abgeben. Mhm. Wo ist denn hier der Granatapfel? Alter, WTF, wieso geht denn das hier nicht? Tomate. Ich kann das Zeug nicht abgeben. Apfel. Ach, weil wir schon abgegeben haben. Wir brauchen da jetzt noch Solaressenz und Schattenessenz. Der Rest ist hier schon abgegeben. Ja, ich habe schon ein paar Sachen abgegeben. Ja, kann ich dann nicht mehr machen. Nee, weil ich es ja schon gemacht habe. Ja. Kupfer, Gold. Mach aus. Ich hab noch ein paar Sachen mitgebracht. Hast du Kupfer und Dingsbarren dabei? Aber bei mir zeigst du den Schleim nicht an die 99. Hä?
Nee, ich kann die auch nicht abgeben. Also bei mir zeigt er an Schleim 99 und Fledermausflügel 10. Nee, weder und ich hab zwar darunter noch zwei Felder frei zum Abgeben, aber achso, klar, für die Solar- und für die Schattenessenz. Richtig. Kann da gar nicht draufklicken, wenn ihr da drauf guckt. Nee, wenn wir da drin sind, kannst du nicht rein. Musst du mal warten, Junge. So, ich geh jetzt wieder ins Bett. Bob Ross fühlt sich nie so. Ah, geh dieses weg, rote. Uns fehlt der Feuerquarz. Feuer? Haben wir nicht irgendwas gefunden mit Feuer? Ja, das macht doch alles keinen Sinn. Feuerquarz. Frage nicht nach Sinn und Unsinn bei Computerspielen und Kinofilmen. Guck mal, ganz einfach. 99 Steine, das habt ihr jetzt abgegeben, oder was? Nee, haben wir nicht. Das stand da schon drinnen. Du kannst nur noch. Nee, es sind nur noch zwei Felder frei für diese Schattenessenz und diese Solaressenz. Nee, das heißt, man muss nur zwei von diesen Sachen. Ja, du musst nur zwei von denen. Du kannst jetzt entweder die Solaressenz oder halt 99 Schleime oder. Genau. 10 aber irgendwie kann man nichts oder Schattenessenz. Nein, du kannst keine. Ich habe ja Schleime dabei. Ich konnte keine mehr ablegen. Schleime? 11. Ja, du musst alle 99 reinpacken. Aber es sind doch nur noch zwei Felder frei da unten. Wenn du 99 Schleime hast in einem Stack, dann kannst du den auf ein Feld ziehen. Es sind doch normalerweise pro Item darunter ein Feld, wo du deinen Scheiß reinlegen kannst. Das geht nicht. Du kannst dir aussuchen, welche Items du da reinlegst. Ja. Es ist nicht immer jedes Item, sondern du kannst halt manchmal bei diesen Fischen, glaube ich, auch und bei diesen Antiquitätenzeug. Stimmt die Anzahl nicht immer überein. Korrekt. Okay. Geh mal aus der Kiste, Bob. Ja. So, ich habe 88 Schleime. Aber wir haben keins von diesen Feuerdingern, leider. Schade. So, sollen wir pennen gehen oder was? Ja. Und Fledermausflügel? Ah, Fledermausflügel habe ich in die Kiste reingelegt, jetzt alle, die ich hatte. Ey. 10 Stück? Sind das dann 10 drin? Fledermausflügel, ja, 29. Da liegen da jetzt 30 oder was drin, 29, ja. Gehen wir pennen? Ja. Moment. Ja. Dann ist die Folge zu Ende. Ja. Liebe Leute. Und kriegen wir was? Geld? Klar. Der Witz. Ja, aber. Da hat jemand zwei Heu verkauft. Also ja, von wegen. Wir haben nur 4 rausgenommen. Nee. Die 6 rausgenommen. Na Moment, oder nimmst du immer automatisch 2 raus? Das kann natürlich sein. Nee, aber ich glaube, wenn man Heu, ich habe halt versucht, weil ich 1-4 rausgenommen habe, Heu wieder da rein zurückzulegen, scheint man das zu verkaufen. Ja, oder nee, du legst noch eins raus. Oder du legst es, ja, du nimmst dann noch eins raus. Wenn du rechts draufklickst, das ist ja weggegangen. Ach so. Also. Keine Ahnung. Liebe Leute, das war diese Folge. RimWorld für heute, Stardew Valley. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, und dann hoffen wir, dass es genauso ruhig und sachte zugeht wie auch heute. Wir sagen Tschüss, macht's wie gut. Immer. Eure drei Bekloppten. Ja, pfiat die. Tschüssi. Ciao.